Eine mystische Statue. So, da haben wir jetzt die erste von. Nach 2 Stunden. Nach guten 2 Stunden. Nach sehr, sehr guten, ja. Fast 2,5, nein, nicht ganz. Okay, das war jetzt unsere erste Statue. Die mystische Statue ist in dieser Schatulle. Ja, habe ich gerade genommen. Das Schiff ist wieder bereit zum Auslaufen. Kommt mit zum Krähennest. Von dort kann man das Schiff auslaufen sehen. Aha, aha, aha. Warum sollten wir fliehen? Dies ist unser Heim. Gut, gehen wir zum Krähennest. Das müsste ja wohl über Deck sein. Da ist das Krähennest. Gut, gehen wir da mal hoch. Das sieht schon cool aus, muss ich sagen. Da bist du ja. Ja, ich hab's nicht gelesen. Ach ja, tut mir leid, Leute. Ich hab wieder zu schnell gedrückt. Nach Ewigkeiten der Dunkelheit ist das Licht wie der Beginn eines neuen Lebens. Wie nur kamen die Tyrannen auf die Idee, eine so schöne Welt zu zerstören? Ja, da hast du wohl wahr. Hast du gerade schon mal gesagt. Ja, und jetzt? Würde ich ganz gerne speichern. Ganz ehrlich, Leute, es geht jetzt schon über 2,5 Stunden. Und ich habe auch so ein bisschen Angst, dass mein Programm das nicht mehr mitmacht und dass das abbrechen könnte. Weil normalerweise ist so 2 Stunden das Maximum, was ich aufnehme. Bloß in diesem Spiel können wir halt nicht jederzeit speichern. Das ist so das Problem. Die Königin ist in ihrem Gemach. Tut ihr die frohe Nachricht kund. Habe ich schon. Welch glückliche Begebenheit. Wir haben lange auf euch gewartet. Gut, ich habe jetzt ja die Statue eingesammelt. Das hat die Königin mir ja gesagt. Deswegen gehe ich nochmal zur Königin hin, denke ich. Vielleicht hat die ja noch was Neues zu erzählen. Sie ist in der Juwelstadt. Hier habe ich doch gesagt. Mann, gemacht. Noch immer trägt die Königin den Ring, den sie einst vom König erhielt. Er gab ihr den Ring, kurz bevor sie von Angreifern getrennt wurden. Seit diesem Moment dachte sie an nichts anderes als an ihn. Das freut mich alles sehr. Können wir hier irgendwo schlafen? Ach, das ist ja ein Bett. Ein tiefer Schlummer übermannte mich und entführte mich in einen Traum. Ah, cool. Ganz ohne Decke und ohne Kissen. Schon cool. Ja, cool, ich bin wieder zu Hause. Jetzt können wir schon den Traum steuern. Geil. Mumu. Mutter. Wills Mutter Shira. Schau zum Himmel und bewundere den Kometen. Nach all den Jahren nähert sich nun der Komet der Erde und verschwindet dann wieder. Einige sagen, es ist ein guter Stern, andere reden von der Apokalypse. Will, was meinst du? Ich sag ein guter Stern. Nun gut, dann lass uns hoffen, dass uns das Glück hold ist. Will, ich werde immer über dich wachen. Auch im Schlaf. Ha. Jo. Will, wache auf. Oh, Lance. Und Lilly. Lilly? Der alte Mann im Dorf sagte uns, wo du zu finden bist. Er prophezeite, dass du allein auf dem Meer treiben würdest. Du hast dich merkwürdig verhalten. Also folgte ich dir. Ich durchquerte ein merkwürdiges Dorf. Urteile nicht zu früh. Ich wurde dort geboren. Das ist aber merkwürdig. Es ist doch unsichtbar. Will, das nächste Mal gehst du nicht, ohne uns vorher zu informieren. Freunde müssen doch zusammenhalten, in guten und in schlechten Zeiten. Der alte, ja. Er sieht alles ziemlich kaputt aus. Königin ist natürlich auch nicht mehr da. Die Inka-Königin schläft einen ruhigen Schlaf. Ja, so kann man es sehen. An ihrer knochigen, verrotteten Hand befindet sich ein goldener Ring. Ach so. Der Ring muss eines der Relikte sein, die auf das Schiff gebracht wurden. Der Ring ist das wertvollste aller Relikte. Schon viele haben ihr Leben gelassen, um den Ring zu finden. Sie suchten den Reichtum.
Ich muss ihn unbedingt haben. Er ist so schön. Ich muss. Schämst du dich nicht? Denk an den Fluch. Oh ja. Was? Ich kann mich bewegen. Oh Gott, und ich warte, dass was passiert. Hilfe. Ist alles in Ordnung mit dir? Ich kann mich wieder nicht bewegen. Gulp. Das ist Seth. Er kommt vom Oberdeck. Es kommt vom Oberdeck. Ich will da auch hin. Sag schon, was ist mit Seth geschehen? Ist doch etwas geschehen? Es ist Seth! Was hat denn da Stimme gehabt? Es ist Seth! Ich weiß es nicht mehr. Ein riesiger, teuflischer Fisch rammte das Schiff. Seth fiel dabei ins Wasser. Er wurde von der Bestie verschluckt. Was war das? Er hat vor einem Fisch gefressen. Dorn, seht nur, die Bestie ist zurückgekehrt. Sie wird uns alle fressen. Hör auf zu jammern und halte dich fest. Du gehst sonst über Bord. Hilfe! Geil. Ja. Ja, das nenne ich mal ein Beben. Ein Seebeben. Ach du meine Güte, alleine mit Kara. Das ist furchtbar. Wir scheinen die einzigen Überlebenden zu sein. Bist du in Ordnung? Ja, es geht wieder. Du erholst dich schnell, wie der Schwanz einer Eidechse. Einer Echse. Ich hörte davon, wie es ist, Schiffbruch zu erleiden, doch in Wirklichkeit ist es doch fataler. Das Unglück sucht immer die Falschen heim. Ja, hast du mal mit. Und du? Sei mir nicht böse. Denk einfach nicht an die Zukunft. Genieße die Meeresidylle. Ich habe Hunger. Gut, dass ich im Schloss die Jackkeule mitgenommen habe. Muss ich die auswählen? Wir bissen etwas von dem Fleisch ab. Es war das Beste, was wir jemals hatten. Ja, und du? Achso. Jetzt wird's Nacht. Meeresidylle Tag 2. Ey, cool. Kann ich den hauen? Echte Sache. Ich dir was gesagt dazu. Nochmal. Was tust du? Das arme Geschöpf. Wunderschön. Ich könnte mein Leben hier verbringen. Ja, sehe ich nicht. Ich würde auch gerne mal so. Also Kreuzfahrt auf hoher See hätte ich gar nichts gegen. Ja, dann. Aber nicht auf dem Floß hier. Wunderschön. Ja, schön. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, das arme Geschöpf. Dann laber doch was anderes. Ja. Ich bin nicht ausgerüstet. Was habe ich denn da immer noch? Den Kerkerschlüssel habe ich immer noch bei mir. Komm, ich schicke mal ein paar Juwelen los. Ist doch gut. Ja. Die Zeit vergeht so langsam. Was können wir nur tun? Wie versteinert starrte Kara auf die Fische, ihre Hoffnung spannt. Ich wanderte ruhelos auf dem Floß hin und her. Oft versuchte ich mit ihr zu sprechen. Eine Minute schien wie eine Ewigkeit. Ich hörte das Rad der Zeit ticken. Meeresromantik, Tag 4. Ja, ist gerade nicht so spannend, ne? Ihr seht, dass unsere Energieanzeige da oben links immer weniger wird, oder?
Ich habe eine Vorahnung. Man wird uns bald finden. Was meinst du? Hier, etwas schwimmt im Wasser. Die Flasche enthielt einen Brief. Der Inhalt liest sich wie folgt. Fremder, der du bist, der du diese Zeile liest, errette uns. Denn wir sind Gefangene und auf einem Schiff und sollten als Sklaven verkauft werden. Erbarme dich unser. Cool. Ja, habe ich schon gelesen. Meine Vision bestätigt sich. Du sagtest, dass wir gerettet werden würden. Aber ich bin kurz davor zu verhungern. Mein Magen schreit nach etwas Essbarem. Wenn du Fische essen würdest, bräuchtest du nicht hungern. Nie könnte ich einem lebenden Wesen selbiges rauben. Gott, einem lebenden Wesen selbiges rauben? Wie redet ihr denn? Blablabla. Du willst uns also lieber sterben sehen. Roher Fisch ist nicht gut für meinen Teint. Außerdem könnte ich mich mit dem Schmerz... Was? Außerdem könnte ich den Schmerz nicht ertragen. Den der Fisch spürt, wenn wir ihn töten. Tu dir keinen Zwang an, ihn zu essen. Ich werde es jedenfalls nicht tun. Ich bin Jack, der Rätselmeister von Made Evil 1. Ja, nun? Also, Kara sagt nichts mehr. Kara hat den ganzen Tag nichts gesagt. So sind eben die Frauen. Ja. Nee, die ist besonders bescheuert. Meeresträume Tag 7. So, ich hau jetzt den Fisch tot. Ah! Das Ende der Fangstange war erreicht. Wenn wir jetzt nichts essen würden, würden wir sterben. Ja, ich habe noch einen halben Punkt. So, ich will jetzt einen Fisch haben. Ich will jetzt einen Fisch. So. Ich hole mir jetzt erstmal Energie. So. Ich hole mir jetzt voll Energie und einen zum Schluss gebe ich dann Karten. Mit so viel Fisch im Bauch. Da muss ja schon sowas von satt sein. Und ich sehe nämlich nach einem Speicherpunkt, Leute. Ich habe Angst, dass mir das Programm hier abkackt. Wir befinden uns immer noch in der ersten Session. Nur mal so nebenbei gesagt, ne? So, und jetzt erst den. Tut mir leid, dass ich gestern so war. Ich werde versuchen, den Fisch zu essen. Ich ziehe den Ekel dem Tod vor. Das hier sind widere Umstände. Wir müssen jede Chance nutzen, um zu überleben. Ich werde uns einen schönen großen Fisch fangen. Schon wieder. Da. Fress. Endlich konnte ich sie dazu bringen, den Fisch zu essen. Will fühlte plötzlich mehr für Kara. Es war Liebe. Für so eine arrogante Zicke, das könnte mir, glaube ich, nicht passieren. Meeresalbträume, Tag 12. Wie wunderschön die Sterne leuchten. Gerne würde ich sie berühren. Also ist auch krank.